Hallo, willkommen zurück zu Final Fantasy VII, dem Remake. So, jetzt wollten wir doch herausfinden, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Dann lasst uns doch mal schauen. Hier ist Leslie. Ich habe eine Nachricht für dich, Corneo. Wohin? Du kommst allein? Ja. Wohin? Und wo sind die Täubchen von Avalanche? War doch schließlich deine Aufgabe, diese Belger zu schnappen. Tut mir leid. Deshalb will ich mit dir reden. Leslie. Du weißt schon, warum ich mich hier verstecke, oder? Ich hab den Täubchen von Avalanche etwas zu viel vorgesungen. Leider hat das Shinra absolut nicht gefallen. Sie wollten die Platte bababababam runterholen und ausnahmslos alles in Sektor 7 dem Erdboden gleich machen. Aber diese Belger haben die Leute gewarnt und die meisten Menschen konnten leider fliehen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Shinra will Midgar aufgeben und ein neues Paradies zum Leben erschaffen. Ursprünglich hätte ich der Don vom Fallmarkt in der neuen Stadt werden sollen. Stattdessen bin ich jetzt auf der Flucht. Leslie. Dabei hatte ich eigentlich vor, dir die Führung meines Ladens in der neuen Stadt zu überlassen. So ein Jammer. Und jetzt zur Preisfrage. Wann legen Schurken wie ich am liebsten alle Karten auf den Tisch, hä? Die Antwort kennst du doch bestimmt, du Schlaumeier. Wenn ihr wisst, dass ihr gewonnen habt. Bingo! Freu dich nicht so früh. Wohin? Wir hier? Wir würden jetzt von dir gerne alles über Sektor 7 hören. Ist er jetzt durchgeknallt? Wohin? Pech für euch! Denn ich schrei hier nicht zum Spaß rum, wisst ihr? Genau, jetzt geht's aufs Maul. Den kennen wir ja noch. Ich zähl auf dich. Vergiss es. Ich bin bereit. Das ist es. Was war's da? Auf Onkel Barrett ist verlassen!
Schulter. Übernimm du. Überlass das mir. So, das war's für den Dicken. Geschafft. Ich brauch noch Clouds neues Limit. Das muss ich mir noch holen in der Arena. Müsste ich eigentlich später nochmal hin. Obwohl, das mit dem eigentlichen Limit geht's auch. So, ich wollte nochmal was gucken. Materia. Haben wir jetzt soweit gelevelt? TP-Boost. Ne? Erstschlag ist auch schon. Analyse. Ja. Läuft, würde ich sagen. Gewitter, achso, das ist nicht mehr mit Effekt Elementar-Affinität gekoppelt. Das ist natürlich nicht so geil. Dann würde ich Barrett doch mal eine andere Waffe verpassen. Ja, er hat eh eine Nahkampfwaffe, das ist nicht so praktisch. Vor allem, wenn es um Gegner geht, die müssen weiter weg sind. Nehmen wir die hier erstmal. So. Das ist soweit in Ordnung. Tiefer hat Barriere, Luft, Frost, okay. Thelen, behandeln, okay, behandeln ist. Super, weil wir brauchen Medica später auf jeden Fall. Luft auch geil, okay. Frost ist auch fast auf dem Maximallevel. Warte mal, haben wir zweimal Frost ausgerüstet? Da muss ich doch gerade mal gucken. Tatsache. Okay, dann lasse ich die... Achso, die wurde jetzt erst aufgestuft, okay. Aber wenn sie die zweite auch noch levelt, kann ich die noch jemand anders geben. Ja, okay, das passt schon. Nee, ist okay. Gut, weiter. Bist du okay? Wo ist Corneo? Sorry, ist entkommen. Verstehe. Ich finde ihn schon. Ich hab sonst eh nichts zu tun. Willst du nicht jemanden anders suchen? Hä? Du hast sie doch geliebt. Manchmal merkt man's erst, wenn man jemanden verloren hat. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Die Blume steht für... Was wollte sie wohl sagen? Ein Wiedersehen. Wie? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Ich sollte sie erst finden. Du hast recht. Danke. Moment! Hast du etwa dein Versprechen vergessen? Natürlich nicht. Da ist er. Gehen wir raus. Dann sag ich, wie ihr hochkommt. Zurück zur Oberfläche. Für manche Aufträge und Schätze musst du in Keller und tiefe Stockwerke hinabsteigen. Wenn du wieder an die Oberfläche zurück willst, halte einfach L1 gedrückt. Um jederzeit wieder aufzusteigen. Hier ist, glaube ich, nichts mehr drin, oder? Ah, das ist die Tür, die verschlossen war. Die machen wir mal auf. So, jetzt können wir hier auch durch, wenn wir wollen. Klettern wir mal nach oben. Zurück nach oben klettern, natürlich.
Meine Lunge tanzt vor Freude. Hier entlang. Eine Seilpistole. Schießt das Seil zum Klettern ab und zieht euch daran nach oben. Hinter dieser Mauer liegt Sektor 7. Mit der Seilpistole könnt ihr euch über Hindernisse wie Mauern und Trümmer ziehen. Hat aber keinen Abseilmechanismus. Ist man erst oben, kann man nicht wieder zurück. Bevor ihr hochgeht, solltet ihr alles Notwendige erledigen. Danke. Wir müssen los. Wir suchen auch jemanden. Verstehe. Dann viel Glück. Gleichfalls. Gehen wir. Schlussendlich war Leslie doch ein guter. So, diese Kiste hat mich eben in der Cutscene schon angegrinst. So, Mokri-Medaille haben wir 3 Stück. Richtig geil. So, hier ist ein Schokobo-Express. Den nehme ich doch gerade mal, weil ich würde gerne nämlich noch meine Mokri-Medaillen einlösen. Und zwar... Slumson Sektor 5... Bahnhof, Eingang, Samson Sektor 6. Dann mal zum Eingang zurück. Halt, ja. Dadurch, dass ich die Sidequest mit den Schokobos gemacht habe, kostet mich das jetzt nichts mehr. Von daher. Tun wir das doch mal. Und dann würde ich nochmal kurz zum Wallmarkt zurückgehen und in das Kolosseum und vielleicht doch nochmal die Limit für Cloud lernen. Dazu müssen wir Kämpfe beschreiten dort. Aber die sind auf dem Schwierigkeitsgrad hier nicht besonders schwer. Warum haben wir schon eigentlich ein recht gutes Level dafür, von daher ist es auch nicht so das Problem. Es geht relativ fix. Nur die Ladezeiten sind ein bisschen... ne? Ich hoffe mal, das Spiel ist mit der PS5 kompatibel. Weil es hieß ja, dass sie abwärts kompatibel sein soll. Und das Spiel mit 4K und 60 Bildern, 120 Bildern, wäre schon geil. Ich meine, es läuft hier gerade aktuell mit 1080p mit 60 Bildern. Mal gucken, ob meine Capture-Card das Signal überhaupt abfangen kann mit 4K. Ich habe ja keinen 4K-Bildschirm, das ist halt ein Problem. Müssen wir mal schauen. Vielen Dank für den Besuch, Kupo. Gerne, gerne. So, was haben wir denn noch? Waffen haben wir eigentlich soweit alle gekauft, die es zu kaufen gibt. 7 Medaillen haben wir. Dann könnte ich das noch kaufen für tiefer. Die Items hier, die sind für einen 100% Run wichtig, aber aktuell gibt es eigentlich nichts weiter, was ich haben wollen würde, bis auf das hier. So, 10 WP für tiefer erhalten. Ah, wir haben wieder ein paar WP-Punkte, die wir ausgeben können. Dann machen wir das doch gerade auch mal. Physische Attacke plus 8. Mache ich doch gerne. Mehr Damage ist gut. So, was haben wir denn hier noch? Schaden von Subspirit. Bei niedrigen TP magische AP plus 10. Bei hohen TP magische Attacke plus 5. Ui. So, mehr geht aktuell nicht. Aber nicht genügend Punkte. Aber Tifa hat jetzt einiges an Punkten. Elementare Abwehr plus 5. Ja, das haben wir schon gelernt.
Oh. MP-Verbrauch von Angriffsmagie minus 20%. Na, gucken wir mal, was wir hier noch haben. Ah, das reicht nicht. Das ist zu teuer. Gut, dann nehmen wir den letzten Punkt hier und dann haben wir das auch. Super. Gut, dann haben wir das erledigt. Dann gehen wir gleich wieder zum Chocobo Express und dann machen wir uns auf den Weg zum Wahlmarkt. Hier hätten wir noch ein paar Sidequests, die wir absolvieren können, aber die lasse ich erstmal links liegen, weil ich keinen Bock auf Sidequests habe gerade. Ich glaube nicht, dass die mir so viel jetzt aktuell noch bringen, aber ja. Samson Sektor 6, Erschließungsgebiet, Eingang. Ich meine, ich könnte es ja theoretisch machen, aber manche sind halt auch sehr zeitaufwendig und ich finde die Sidequests hier, zumindest manche, sind nicht so geil geschrieben. Und es ist halt immer viel Backtracking und weiß ich nicht. Finde ich stellenweise schon sehr anstrengend. Beim ersten Mal war es noch okay, aber dann nachher die ganzen Sidequests abzugrinden, für das Achievement, das war schon nicht so spaßig. Also wie gesagt, ist meine persönliche Meinung. Da haben mir die Quests der Hauptstory doch mehr Spaß gemacht. Wir sind doch, glaube ich, jetzt schon in Kapitel 16, müsste es sein. Also wir sind schon, ja, gut vor knapp vom Ende. Wo ging's denn nochmal zum Kolosseum? Ach, hier. Ah, können wir ihm noch irgendwas abgeben? Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Vor-Mission gibt's keine aktuell. Ich freue mich auf weitere... Ach, Vision. Ja, okay, das können wir später immer noch machen. Wobei, ob wir nochmal einen Limitzustand wechseln, das dauert immer ein bisschen. Weil um im Limitzustand zu wechseln, müssen wir Schaden nehmen. Ihr habt richtig gehört. Das Kolosseum hat... Und die Materie hat ja Aerith noch, von daher, sie ist ja dann später wieder mit dem Team. Da können wir das mit dem Auftrag immer noch machen. Und dann auch noch zusätzliche Aufträge abgeben. Ausgezeichnet, da bist du ja. Hier, such dir einen Gegner. So, Einführung in die Schwertkunst Band 2. Kriegen wir denn Tarotkarten? Mogri-Talisman. So, hier kriegen wir nur die Bänder für die WPs. Mogri-Talisman. Wo lernen wir dann die anderen Limits? Ich glaube, das ist später erst. Aber dann könnten wir die drei hier machen und hier kriegen wir nur Items. Dann würde ich sagen, ziehen wir das hier noch in der Folge hier durch und dann in der nächsten Folge geht's dann rauf auf die Platte. Ist halt so geil, dass ich am Anfang direkt zuhauen kann. Durch die Materie, die ich hab. Das war's dann. Keine große Sache. Die ersten drei Kämpfe, habt ihr ja gesehen, habe ich schon gewonnen. Volle Konzentration. Weil die waren auch relativ einfach und da kriegen wir halt auch, glaube ich, WP. Nee.
da kriegen wir die Limits her. Und das Limit für Cloud. Das zweite Limit weiß ich gar nicht. Wie gesagt, ich glaube, das kriegen wir später. Olga ist immer gut. Ich bin bereit. Hey. Das sollte reichen. Keine Chance! Der Feind ist schlecht. Mein Einsatz. Schön. Na dann. Mach dich bereit, ich bin bereit. Wirst schon sehen. No problemo. Okay. Ja, da füllt sich die MP nicht zu 100% auf, sonst könnte ich hier einfach auch die ganze Zeit Vollgas spammen. Und einfach alles kaputt machen. Bam, bam, bam. So, erstmal das hier weg. Ey. Vorbei! Genug! Ich habe keinen Blitz, das ist halt so ein Problem, ansonsten wäre die hier schon längst fertig. Achso, ich habe ja noch die Gena drauf. Ich bin bereit. Zieh dich! Sehr gut! Jetzt! Attacke! Es ist vorbei! Ja, haben wir auch hingekriegt. Das war abzusehen. Dü-dü-dü-dü. So, Barrett jetzt. Machen wir doch noch irgendwie so ein bisschen Sidequests gerade. Obwohl es eigentlich gar keine Sidequest ist, weil... Wir bekommen zwar was, aber es ist ja so gesehen freiwillig und mit keiner Aufgabe verknüpft. Oh, Blitz ist ja wieder gekoppelt, das ist super. Dann haben wir nämlich gegen die Maschinen leichtes Spiel. Okay, was soll das? Scheiß werde ich tun. Oh, Barrett hat Level 28 erreicht. Nice. Maximal Level in diesem Spiel ist übrigens 50. Da haben wir schon über die Hälfte an Level. Aber die sind nicht anfällig gegen Blitz. Aber vielleicht hilft ja Bio. Schlachtfeld soll brennen. Zielt er denn hin? Da geht noch was. Selbstzerstörung, das haben wir ja gelernt, aber lieber nicht. So, Energiehaken. Geht auch mit der Waffe. Nicht so nah.
könnte einen Schokoboküken beschwören, aber ich lasse es mal. Können ihn trotzdem mit Blitzkammer angreifen. Bring mir die Köpfe zum Rauch! Das wäre geschafft. Spielen wir. Ich kann nicht mehr. Haben wir erstmal die hier weg. Ah, Sau. So, na warte. Was ist denn? Maximale Wut. Die erstmal weg, die Drohne hier. Bald müssen wir die Materie auch auf Max haben, damit wir Blitzgar können. Das brauchen wir für später auf jeden Fall. Aber da kommen auch noch ein oder andere Roboter, die wir so blätten müssen. Erstmal muss das Geschütz weg, das macht halt enorm viel Schaden. Du, was hätten wir hier nur das R dran? Wow. Was soll der Scheiß? Verdammt, ich hab nicht genug MP. Schockschuss geht noch. Bam. Feierabend, wie das duftet. So, Handbuch des zu Schusswaffen, Band 2. Super. Dann machen wir noch das Vertiefer und dann sind wir auch durch. Die restlichen sind jetzt ein bisschen knackiger, aber auch zu schaffen, mit dem Schwierigkeitsgrad. Jetzt später noch eine andere Herausforderung. Die sind ein bisschen härter. Aber ab einem gewissen Levelgrad mit genügend Materia, mit TP-Boost, schafft man das auf jeden Fall. Weggehauen. Scheiße. Ah!
bevor er brennt. Das war's dann wohl. Next round. Oh yeah. Der Tod wartet. Der Tod wartet. Ist halt den meisten Angriffen ausweicht, die Sau. Dann erstmal den Alpha-Laser. Ja, ich vergesse die ganze Zeit, dass Tifa noch nicht direkt ihre ATB-Leiste voll hat. So. Hier können wir Eisgar einsetzen, an den Sturmgardisten. Kein Weg vorbei! Ey, was ist denn das? Yeah. Oh nein. Bin gestunt. Du Sau. Und der Hakentritt. Bam. So, wir haben unser Limit voll. Das nutzen wir auch gleich, damit wir das Raketengeschütz schnell wegkriegen. Und der Auslöscher ist jetzt nicht so das Thema. Come on! Runde 5 von 5. Ja, man nimmt es leider wieder leer. Stimmt, es galt nur für die Runde. Sphäre können wir nochmal zusätzlichen Schaden verursachen, wenn diese Sphäre dort auftaucht. Wir dort auch nochmal mit verschiedenen Fähigkeiten draufboxen. Ist eigentlich super praktisch. Meh. Geschafft. Das war ein gutes Training. Immaterie Barriere hat eine nächste Stufe erreicht. Wundervoll. Komm gerne wieder vorbei. Natürlich. Ja, falsches Zimmer. Entschuldigung, mich im Zimmer geirrt. Muss hier einen Raum weiter. Jetzt noch ein bisschen zu refreshen. So, aber ich sage schon mal danke sehr fürs Zusehen bei Final Fantasy VII, dem Remake. Ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt, wo wir dann hoch auf die Platte sollen. Das war ja am Bahnhof von Sektor 6.
dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und machen uns auf den Weg nach oben auf die Platte. Also dann, bis zum nächsten Mal.